Ich kann mit Graf-Sprung fliehen. Okay. Ich dachte eben, das geht nicht. Ich glaube nicht, dass man dabei gewesen sein muss. Die Geschichte ist Quatsch. Da hast du recht. Ich würde es nicht ansprechen, aber definitiv im Hinterkopf behalten. Ja, okay. Aber ihr Schiffssystem kommuniziert über Software von Quantus. Hey, mach mit dem Boost Pack keinen Blödsinn. Gib dir schon. Einfach weil er es gesagt hat. Der da steht so wichtig rum. Die Kopfgeldjagd ist gefährlich. Ach so. Die Tracker Allianz macht den Job ein wenig leichter. Finde ich gut, dass die im Hauptquartier unten ihre eigene Bar haben. Ich komm gut durch. So, du bist gut in Dingens, Programmieren hey, und so. Ich habe mich schon gefragt, wann du kommst. Ich bin Alex. In Nias Bericht hieß es, dass du nach Neon fliegst. Da wollte ich schon immer mal hin. Wie hat's dir gefallen? Oh, ich kann nirgendwo hinfliegen. Hab Probleme mit den Ohrtrompeten. Wenn ich in einer Druckkabine bin, ist das so, als würde jemand mit einem Lasercutter an meinem Kopf rumspielen. Ist nicht schön. Aber wenn du mir davon erzählst, kann ich wenigstens so tun, als würde ich die Partyhauptstadt der Galaxie besuchen. Was? Ernsthaft? Das habe ich ja noch nie gehört. Naja, nicht jeder amüsiert sich gerne. Apropos, kommen wir zum Geschäft. Also, wie lief's? Was Nützliches gefunden? Oh, komm zu Daddy, du süße kleine Slate, du. Ich sehe jede Menge Kaffee und Nachtschichten vor mir. Wenn du noch mehr solche Dinger findest, bring sie mir. Es hilft mir, wenn ich mehrere Instanzen der Verschlüsselung vergleichen kann. Such mich einfach hier oben. Ich habe kein Leben, bin also immer leicht zu finden. Du weißt aber, dass ich im Rang über dir stehe, oder? Bitte und Danke sind im Umgang mit Vorgesetzten sehr hilfreich, Neuling. Hier, und wohin jetzt? Nach oben. Warte, das war hier, glaube ich. Oh, das ist hier. Hä, doch nicht? Verdammt, ich könnte schwören. Hier. Boss. Oh. Wer lesen möchte, ihr kennt das ja. Pause drücken. So. Willkommen zurück. Hast du rausgefunden, wer das Haupttech-Schiff gestohlen hat? Schön, dass du ihn kennengelernt hast. Klingt, als würdest du Fortschritte machen. Guter Anfang, aber mehr auch nicht. Nur ein Anfang bisher. Was hast du von der Schiffsdiebin erfahren? Gut gemacht, Deputy. Dann hast du ja ein paar neue Hinweise, denen du nachgehen kannst. Ich weiß vielleicht, wer Marco ist. Ich habe mit Maya gedient. Sie ist ein Technikgenie und eine Top-Hackerin. Ich kann dir ein paar Hintergrundinfos geben, wenn du willst. Oder wir planen direkt den nächsten Schritt. Sicher. Bei der First Cavalry gab es einen Mech-Piloten namens Marco Graziani. Er kam aus einer reichen Familie und weil die First Cav als Top-Einheit galt, hat er sich dahin versetzen lassen. Durch Schmiergeld, hieß es.
Marco konnte einfach alles beschaffen. Es gab das Gerücht, dass die Familie durch Schmuggelgeschäfte reich geworden ist. Glaube ich sofort. Er wollte nach dem Militär stinkreicher Geschäftsmann werden. War für den Plan vermutlich nicht so gut, dass er ins Gefängnis geworfen wurde. Sie war wohl ein Wunderkind, was vermutlich ihre arrogante Art erklärt. Aber sie war Major Hull absolut treu ergeben. Sie würde ihn nie verraten. Rechne nicht damit, dass sie kooperiert, falls du sie findest. Zum Beispiel? Nachdem er aus dem Gefängnis entlassen wurde, haben wir Marcos Namen immer wieder gehört. Er leitet angeblich einen Schmugglerring. Nach deinen Infos würde ich mal davon ausgehen, dass er sein schmutziges Geld an die First weitergibt. Ranger Autumn McMillan recherchiert gerade in Red Mile zu dem Schmugglerring. Ihr solltet euch zusammentun. Denk aber daran, dass das außerhalb des Freestar Collective Raums liegt. Du hast da keine Befugnisse. Vermutlich in die Klinik. Die liegt im Freestar-Kollektivraum und bietet die beste medizinische Versorgung, die man mit Credits kaufen kann. Und sie garantieren Privatsphäre. Das ist also der perfekte Laden für jemanden, der nicht auffallen will. Ranger Ben Armistead ist dort postiert. Ich schicke ihm ein Update zur aktuellen Lage. Deine Priorität ist es, mehr Infos über die First zu sammeln. Was planen Sie? Für wen arbeiten Sie? Wo ist Ihr Hauptquartier? Denk daran, deine Ziele waren im Gefängnis, weil sie ihrer Einheit treu ergeben waren. In ihren Augen hat das Freestar Collective sie verraten. Du darfst also keine sehr freundliche Begrüßung erwarten. Sei vorsichtig. Gute Jagd, Deputy. Ja. Kann ich bald mal wieder rumballern? Ich komme mir so nutzlos vor. Ich bin noch der Held dieser Geschichte, dieses Spiels. Ich muss Leute töten. Ich habe das schon viel zu lange nicht mehr getan. Die Kantine, ja. Es kommen viele Promis nach Aquila. Man weiß nie, wie man in der Knappe so alles trifft. Oh, ich wüsste nicht, wofür. Naja, ich weiß, dass Annie versucht, dich in ihre Spionagespielchen zu verwickeln. Ich hoffe, das nervt dich nicht zu sehr. Ach Quatsch, sie ist ein Engel. Ehrlich gesagt blickt sie zu dir und dem Marshall auf. Und das versucht sie zu zeigen, indem sie die Bösen im Auge behält. Ich hoffe nur, sie gewöhnt sich dadurch nicht an, Leute nach dem Äußeren zu beurteilen. Das ist sicher nur eine Phase. Sie hat ein gutes Herz und will die Menschen beschützen. Erinnert mich an ihre Mutter. Oh, danke, August. Okay. Hey, Deputy. Guck mal, ich dachte, da erfahren wir jetzt irgendwas. Du suchst wahrscheinlich Mary. Nee, wer ist Mary? So, wieder zum Schiff, wie es aussieht. Oh, ich würde diesen Revolver unbedingt mal ausprobieren. Ja, da habe ich aber auch schon dran gedacht. Ich wusste nur nicht mehr, wie die heißt. Oder wo die ist. Du bist nun im Raum der Klinik. Bitte docke an oder räume den Bereich für eintreffende Patienten.
Ach ja. Ranger Office. Aber ein bisschen voreilig. Ja? Hast du Schwierigkeiten? Nee, Moment mal. Du bist der neue Deputy, oder? Der Marshall schickt regelmäßig Berichte zum Stand deiner Ermittlungen. Ich kann doch nicht aus dem Nähkästchen plaudern. Nichts Negatives, falls du dich das fragst. Na, das konzentrier du dich einfach auf deine Aufgabe. Ja, ich dürfte auf dem neuesten Stand sein. Ben Armistead, freut mich. Tja, das ist wohl die Quintessenz. Du bist das neueste Mitglied der Ranger, ich das älteste. Also ist eine First-Söldnerin hier in der Klinik. Du willst direkt loslegen, was? Hier gibt's die beste Behandlung in den ganzen besiedelten Systemen. Viel besser als alles, was diese UC-Schweine haben. Witzig, oder? Wo sie die Station doch gebaut haben. Ich weiß, wer dir da helfen kann. Hier entlang, Deputy. Unter uns? Ich weiß nicht recht, warum jemand das Bedürfnis hatte, hier einen Ranger zu stationieren. Ich bin im Prinzip nur ein besserer Bodyguard für Dr. Darvish. Sie hat dir das gesagt. Und sitzt auch im Raum. Das Personal ist nicht gerade begeistert von meiner Anwesenheit. Und ich mag das Pack auch nicht. Ein Haufen aufgeblasener Eierköpfe, wenn du mich fragst. Bis auf Ari. Der ist der Einzige, mit dem ich mich hier unterhalten kann. Das war hey, Ari, du Schuft. Aber die Ekliptik sind für die Fraktion. Wie kriegen die Fälle, die andere noch nie gesehen Pages haben oder nicht machen können? Ich würde sagen, fleißig ist noch untertrieben. Was wird dich her? Der Deputy hier könnte Hilfe brauchen. Ist auf der Suche nach einer Patientin. Mal sehen, was ich tun kann. Dann lasse ich dich mal in Mr. Millers fähigen Händen. Wenn noch was ist, ich bin im Büro. Jo, keine danke. Ahnung, wann ich das letzte Mal nicht recycelte Luft geatmet habe. Ich versuche dir zu helfen, aber unsere Computersysteme spielen verrückt. Die Patientendatenbank spinnt. Es läuft alles viel langsamer. Keine Ahnung warum. Ich sehe mir das später an. Jetzt hat erstmal die Ermittlung Vorrang. Die Patienten haben keinen freien Zugriff auf unsere Systeme. Ich sehe da keinen Zusammenhang. Aber wir behalten das im Hinterkopf. Also, hinter wem bist du her? Der Name sagt mir nichts, aber vielleicht können wir die Sache anders angehen. Weißt du, weswegen sie hier ist? Das sollte die Suche eingrenzen. Mein Terminal hat Zugriff auf die Patientenakten. Falls die Datenbank funktioniert, komm mit! Ach so, hier funktioniert nichts, aber da schon, oder was? Die Leute lästern gerne über die Warum-Fanatiker, weil sie eine Schlange anbeten. Das mag ja stimmen, aber ihre große Schlange ist ein himmlisches Wesen. Ob sie real ist? Maya Cruz. Aber ich denke schon. Maya Cruz. Komm schon, Maya. Bitte sei da drin. Okay, endlich. Mal sehen. Oh, keine Treffer für eine Maya Cruz. Vielleicht eine wenn andere Maya hier Deckname? Ist, nutzt ihr wohl einen Decknamen. Ja. Was eigentlich logisch ist, wenn die Ranger hinter ihr her sind. Das könnte sein. Vielleicht gibt es eine andere Möglichkeit. Okay, Moment. Ich weiß, dass wir gerade ein paar Patientinnen haben. Candace zum Beispiel. Wie ist sie doch gleich? Doolin, Candace Doolin. Und diese Nakamori, Jane, glaube ich.
Ich weiß spontan nicht, warum sie hier sind, aber das ist schon mal ein Anfang. Du darfst gerne das Terminal in der Ranger-Station verwenden. Ich gebe dir Admin-Zugang. Danke. Dann probieren wir das doch als erstes. Hoch, es wird empfohlen, die Mainframe Rivera Catalina. Katharina Rivera. Hoffentlich bin ich dir von Nutzen. Da kann ich dir leider nicht weiterhelfen. Der Zugang ist streng beschränkt. Da musst du dich an Dr. Cassidy wenden. Er hat da das Sagen. Du hast das nicht von mir. Angeblich hat er in seinem Büro eine Ersatzschlüsselkarte. Catalina Rivera, der Name sagt mir was. Lass mich mal kurz überlegen. Ich weiß noch, dass sie gleich nach ihrer Ankunft in den OP gebracht wurde. Ihr Zustand war schlecht. Sie muss richtig viele Credits haben, weil sie nach der OP nämlich in den VIP-Flügel gekommen ist. Naja. Ich glaube, den Ärzten hier ist es relativ egal, was Ranger theoretisch dürfen sollten. Dr. Cassidy leitet den VIP-Flügel. Ohne seine Zustimmung kommst du da nicht rein. Leider nimmt er es mit den Regeln wirklich sehr genau. Und Besucher brauchen eine Voranmeldung. Das hast du nicht von mir gehört. Aber ich weiß zufällig... Ja, das hast du doch schon gesagt. Ich hoffe, das hilft dir. Wow. So, Klinikpersonal. Wir können es ja trotzdem erstmal auf die richtige Art versuchen. Wenn du Hilfe brauchst, rede mit Ari Miller am Empfang. Ja? Wie kann ich helfen? Tut mir leid, aber wir erlauben dort keine Besucher ohne Voranmeldung. Bitte einfach die Person, die du besuchen möchtest, das mit mir abzusprechen. Wer genau bist du? Selbst wenn du Solomon Coe höchstpersönlich wärst, wäre die Antwort nein. Regeln sind Regeln, keine Ausnahmen. Du meine Güte, wir lassen uns doch nicht ernsthaft von diesem Pedanten aufhalten, oder? Nein, ich wollte es nur... Ich habe viel zu tun, fasse dich kurz. Das wusste ich nicht. Ich habe gelobt, kein Leid zu tun und will es auch nicht indirekt verursachen. Zugegeben, das ist ein überzeugendes Argument. Genug davon. Ich sehe schon, dass du dich nicht umstimmen lässt. Ich kann eine Ausnahme machen, nur dieses eine Mal. Damit kommst du rein. Bitte führe deine Ermittlung zügig und diskret durch. Ich hoffe doch, ich werde das nicht bereuen. Tja, das wird sich zeigen. Ich habe halt, wie gesagt, schon länger niemanden mehr umgebracht. Also, es ist nur eine Frage der Zeit, dass hier irgendwas eskaliert. Scheiße, was ist das denn? Was habe ich gesagt? Es eskaliert viel schneller, als man denkt. Sie hat also davon erfahren. Wahrscheinlich über Kameras, die sie gehackt hat und dann... Bathroom. Gut. Sie ist wirklich gut.
Das ist kein Hinweis. Major Hull. War sie die einzige auf dem VIP-Flügel? Stell mal vor, sie hätte das überall gebracht. Ganz bestimmt. Wow. Wow, der hat uns voll vertraut und jetzt gehen wir halt einfach, ohne zu sagen, hey, da sind übrigens auch Tote und wir waren das nicht. So. Ah, Sakharov. Das kommt mir bekannt vor. Ich weiß nur nicht genau, woher. Sakharov. Eklund, waren das nicht die Konkurrenten von dem, von Hopetech?